Anfang des Jahres stand der Opel Mokka bereits einmal vor der Kamera, da aber mit Verbrennungsmotor, und heute möchte ich euch die vollelektrische Variante des Mokka E vorstellen. Und damit herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video. Wir schauen uns den Opel Mokka heute einmal genauer an, und zwar von außen. Wir schauen ihn uns innen an, wir fahren ihn. Ich erkläre euch natürlich auch, was für Elektrotechnik hier verbaut ist. Und am Ende soll es nicht nur einen Fahreindruck geben, sondern natürlich auch ein Fazit mit Preisen und meine persönliche Empfehlung oder Nicht-Empfehlung. Solltet ihr Interesse daran haben, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und damit meine Arbeit zu honorieren, das Ganze zu liken, damit der Algorithmus verbessert wird, und zu kommentieren, damit wir im Anschluss an dieses Video miteinander diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Videovorstellung. Der Opel Mokka ist das erste Modell der Rüsselsheimer, das das neue Markengesicht trägt. Und das ist der Opel Wiser. Der Opel Wiser besteht hier aus diesem schwarzen Element, das die Scheinwerfer optisch wunderbar miteinander verbindet. Dann haben wir noch eine ausgeprägte Linie hier oben auf der Motorhaube, die sich hier sogar in den Stoßfänger weiterzieht. Das Markenlogo, etwas filigraner gezeichnet, wird dann förmlich getragen davon. LED-Scheinwerfer sind serienmäßig. Die IntelliLux-Scheinwerfer mit Matrix-Funktion kosten dann entsprechend Aufpreis. Wir haben dann hier auch noch schöne Lufteinlässe, die dienen nicht der Kühlung für den Antrieb, sondern eben einem Luftvorhang, der hier ums Rad geführt wird, um einen optimierten Luftwiderstand zu haben. Dann haben wir hier noch den angedeuteten Unterfahrschutz, den der Mokka trägt. Der Mokka möchte ja weiterhin als SUV im Kleinwagensegment gelten. Mit seinen 4,15 Meter Außenlänge passt er auch wunderbar hier in dieses Kleinwagensegment, sogenanntes B-Segment, wie man es immer sagt. Wir haben jetzt hier eine Kontrastfarbenlackierung. Matcha Grün Metallic ist wohlgemerkt kostenfrei erhältlich beim Opel Mokka und steht ihm meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut. Das Dach in Kontrastfarbe Schwarz kostet dann auch noch einen geringen Aufpreis. In meinen Augen aber kombiniert es dann sehr schön, vor allem auch mit diesen, ja, SUV-Charakterelementen von unlackiertem Kunststoff hier um die Radhäuser oder hier unten an der Fahrzeugseite. 18 Zoll Leichtmetallräder sind hier auf unserem Testwagen montiert. Das ist auch das, was uns Opel im Maximum ab Werk bietet. Wobei aber, die finde ich, schauen hier in diesen großen Radhäusern ja schon fast etwas klein oder fast schon ein bisschen verloren aus, wie ich finde. Er könnte auch etwas tiefer gelegt sein, dann würde das optisch dann noch mal schöner ausschauen, finde ich. Am Heck kommt dann aber ein weiteres Element, was wir von Opel bereits sehr gut kennen. Das sind wieder die Rückleuchten hier mit diesem Error, also diesem Pfeil, der so ein bisschen hier drinnen ist. Das schaut auch sehr schön aus. Voll-LED-Rücklichter haben wir hier serienmäßig und ganz neu natürlich auch der Mokka hier auch schön auf dem
Kofferraumdeckel mit der Schrift und das kleine E für die Elektrovariante. Die Kofferraumklappe öffnet angenehm weit, sodass ich mit meinen 1,78 ganz gut darunter stehen kann. Wir haben eine sehr hohe Ladekante, vor allem eine sehr breite Ladekante, wo dann Ladegut durchaus gerne mal hier an dem lackierten Teil hängen bleiben kann. Also hier sollte man sich auf alle Fälle eine Ladeschutzfolie drüber kleben, in meinen Augen. Dann haben wir hier so einen kleinen Buckel, wo es ein bisschen rüber geht, so geht es ungefähr 6 cm nach unten. Wir haben hier einen doppelten Laderaumboden. 310 Liter ist das Basis-Kofferraumvolumen. Den doppelten Laderaumboden, den können wir dann nach unten legen. Und wenn wir dann die Rücksitzlehne, die im Verhältnis 1/3, 2/3 umlegbar ist, hier umlegen. 1060 Liter maximales Stauraumvolumen stehen uns im Mokka E zur Verfügung. Das sind 40 Liter weniger als bei der Verbrennervariante, die ich euch ja bereits schon vorgestellt habe. Da könnt ihr auch mal ins Video reinschauen. Der war dann übrigens ein GS-Line in Weiß und Schwarz. So, aber jetzt genug der Reden im Kofferraum. Wir machen die Heckklappe zu, ich kletter nach hinten und ihr kommt mit. Der Zustieg in den Fond wird in erster Linie nicht nur durch den schmalen Türausschnitt, sondern durch den sehr voluminösen Schweller hier unten beengt und erschwert. Der ist wirklich sehr hoch, der Schweller, und auch sehr breit. Also wer da vielleicht zu große Füße hat, bleibt einmal hängen. Oder aber wer nicht mehr so gelenkig ist, der könnte dann etwas Schwierigkeiten haben, hier in den Mokka hinten hineinzukommen. Schauen wir mal die Kniefreiheit an. Ich sitze hinter meinem imaginären Ich mit 1,78. Die Knie stoßen so ein bisschen hier an der Vordersitzlehne an. Die Lehne ist aber schön ausgeformt, sodass man hier die Knie dann schon so ein bisschen mittig rein platzieren kann. Sie sind auch, ist auch weich, die Lehne, bietet auch eine Sitztasche hier. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Kopffreiheit anschauen, da gibt es hier überhaupt keine Probleme. Also da ist mehr als genügend Platz noch nach oben hin. Auch die Kopfstütze geht angenehm weit hinaus. Das ist auch völlig ausreichend, wie ich finde. Bisschen schade ist, es gibt hier keine Mittelarmlehne. Dafür aber zwei Isofix-Anschlüsse rechts und links hinter einem Reißverschluss. Wenn man den öffnet, dann legt man diesen Isofix-Haken hier frei. Ist zwar vielleicht so ein bisschen fummeliger, als wenn da eine Kappe oder eine Klappe drauf wäre, aber geht. Genauso, wenn die Kinder hier hinten mitreisen, dann wollen sie in den meisten Fällen auch ihr Tablet oder ihr Handy laden. Das können sie hier mit zwei USB-Anschlüssen. Leider aber keine Luftausströmer hier in der Mitte. Die wären noch sehr schön. Aber ansonsten muss ich sagen, geht es hier hinten zwar beengt zu, aber dennoch angenehm komfortabel. Vorne Platz genommen hinter dem Dreispeichen Lederlenkrad, unten abgeflacht für etwas mehr Bewegungsfreiheit. Die Bewegungsfreiheit ist eh hier drinnen erstaunlich gut in der ersten Reihe. Wenn man schon so ein bisschen die etwas beengteren Platzverhältnisse im Fond kennt, dann fühlt sich das hier etwas luftiger an. Das Knie liegt hier an der Mittelkonsole an, liegt auch wirklich schön an, also da gibt es keine störenden Fugen oder Ecken, sodass das auch auf Langstrecken bequem hier sich an der Seite abstützen kann. Abstützung der Sitze ist ebenfalls wirklich gut. Wir haben hier ergonomisch ausgeformte Sitze. Die bieten richtig guten Seitenhalt und auch eine gute Unterstützung, auch selbst hier im Lehnenbereich. Was mir gut gefällt, ist, dass die Schenkelauflage auch angenehm weit ist oder lang ist, dass auch selbst größere Personen hier gut sitzen können, auch wenn es keine ausziehbare Schenkelauflage gibt. Wir haben hier die verbauten Ledersitze, die optional für 1400 Euro hier erhältlich sind. Die sind gut gemacht, fühlen sich gut an, haben eine schöne Kontrastnaht auch. Und zudem gibt es hier auch noch Isofix auf dem Beifahrersitz. Da sehen wir die Haken, die sind gut zugänglich, und einen Top-Teeter auf der Rückseite. Der Fahrer freut sich dann zudem übrigens über eine Massagefunktion, die hier noch verbaut ist, trotz manueller Sitzeinstellung. Das Lenkrad ist ebenfalls manuell einzustellen, und zwar in der Höhe und auch in der Tiefe ausreichend weit, sodass man schnell eine sehr gute Sitzposition hier findet. Auch die Kopffreiheit ist mehr als ausreichend vorhanden hier in der ersten Reihe. Die Kopfstütze lässt sich ausreichend
ausreichend weit nach oben hinausziehen und dann lassen wir den Blick auf den Armaturenträger schweifen. Denn wenn der Blick hier den Armaturenträger wirklich so ein bisschen abscannt, dann sehen wir erst einmal, fällt sofort auf, dieses neue Widescreen Cockpit, was man hier im Opel Mokka erstmals eingesetzt hat. Das besteht aus einem 12 Zoll Display hier auch fürs Kombi-Instrument und einem optional erhältlichen 10 Zoll Media-Bildschirm. Das Ganze ist so ein bisschen auch zum Fahrer hin orientiert. Das mag ich ja persönlich sehr, dass man hier so ein bisschen die alten Tugenden von früher so ein bisschen aufgreift. Da waren ja die Cockpits auch immer eher so ein bisschen fahrerorientiert zur Bedienung. Das hat man hier auch gemacht. Und was Opel ebenfalls noch gemacht hat, weil man sich auch da so ein bisschen an die Tradition anlehnen möchte. Opel möchte jetzt nicht hier die kompletten Knöpfe verbannen und das finde ich sehr schön. Das sieht man auch hier am Media-Bildschirm sehr gut. Wir haben nämlich hier immer noch die Direktwahltasten für Audio, Navigation, Telefon, den Elektromod, Apps oder Fahrzeugeinstellungen. Dann haben wir hier noch die Warnblinkanlage und die Taste für die Zentralverriegelung sowie einen ganz normalen physischen Lautstärkenregler oder eben den Knopf zum An- und Ausschalten bzw. Muten des Ganzen. Darunter haben wir dann auch eine kleine oder eine sehr große Lüftungsdüse, die wir hier auch noch schön einstellen können. Sieht auch schön aus mit dieser Chromspange hier drinnen und haptisch auch ganz ansprechend. Sehr tief montiert, dafür aber mit physischen Tasten versehen, ist das Klimabedienteil. Wir haben hier die Sitzheizung dreistufig für Fahrer und Beifahrer. Die brauchen wir jetzt aber bei 30 Grad Außentemperatur nicht. Dann haben wir eine Einzonen-Klimaautomatik. Hier gibt es dann auch noch mit der Menütaste, geht es dann hier oben im Bildschirm weiter. Da können wir dann eben noch weitere Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Programmierung der Standheizung eingehen oder aber zu sagen, wie die Lüftungsintensität im Autobetrieb denn sein soll, beziehungsweise wir können die ganzen Einstellungen, die hier unten möglich sind, auch hier oben am Display vollziehen. Darunter haben wir dann eine induktive Ladeschale, die kostet 135 Euro Aufpreis, würde ich euch empfehlen. Da passt auch wirklich das Smartphone wunderbar hinein. Und dann haben wir dann unten noch den 12 Volt Bordanschluss und einen USB-Anschluss, der für Apple CarPlay und Android Auto zuständig ist. Dann die Mittelkonsole, sehr ja, wunderschön aufgeräumt, eingefasst hier in dieses, ja, schwarz hochglänzende Kunststoff, was ich nicht so mag, dadurch, dass es erstens speckig ausschaut, zweitens verstaubt es ziemlich schnell und drittens zerkratzt es auch deutlich schneller, also wird es eher unansehnlich und das finde ich ein bisschen schade. Wir haben dann hier die Fahrassistenzsysteme untergebracht, hier den Assistenten fürs teilautonome Fahren, das heißt also die Lenkung wird automatisch übernommen, die Spur wird automatisch gehalten, der Abstand reguliert und der tote Winkel auch überwacht. Dann haben wir hier das Ausschalten des Lane Assist, dann können wir hier die Diebstahlwarnanlage deaktivieren oder aber die Einparkhilfe oder den Parkassistenten aktivieren. Dahinter dann die Möglichkeit zum Einstellen des Eingangreduktionsgetriebes. Das kann dann hier entsprechend mit diesem großen, schön aus Alu gemachten Hebelchen eingestellt werden. Das heißt, wir gehen hier auf R, dann geht auch unsere Rückfahrkamera an. Wie wir sehen, die ist ordentlich aufgelöst, könnte aber etwas feiner natürlich noch von der Auflösung sein, gerade dadurch, dass sie im Spritzwasserbereich untergebracht ist, ja, gibt es dann durchaus des Öfteren Flecken im Bild. Dann ziehen wir den komplett nach hinten, dann sehen wir auch grün, bedeutet wir können loslegen, dann sind wir auf D und dann gibt es noch den B-Modus, den sogenannten Brake-Modus, das heißt, da ist die Rekuperation des Getriebes am höchsten. Auf der rechten Seite haben wir dann noch die Drive-Modi, da gibt es dann die Fahrmodi Eco, Normal und Sport. Selbsterklärend, im Eco wird die Leistung reduziert, auch die der Klimaanlage, so für maximale Reichweite. Bei Normal steht alles so parat, wie man es wünscht und bei Sport wird alles dann nochmal auf etwas dynamischeren Antritt gestrimmt. So, jetzt kommen wir aber
wenn wir schon hier unten rum sind, müssen wir natürlich nochmal zum Cockpit zurückkommen, zum Kombi-Instrument, denn der große Bildschirm hier, der bietet ja eine feine Auflösung, in meinen Augen auch eine gute Darstellung. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Opel-typisch diese Darstellung, von eher etwas zurückhaltend, fast schon ein bisschen nüchtern in meinen Augen. Die Verstellung erfolgt hier am Lenkstockhebel. Da können wir dann zum Beispiel hier sagen, wir wollen die einzelnen Anzeigen sehen, Geschwindigkeit, die Fahrhilfen können wir uns in der Mitte anzeigen lassen. Die Navigationskarte können wir sogar hier dann auch aufrufen. Das finde ich sehr praktisch. Wir können das Ganze aber auch dann personalisieren über den Mediabildschirm, wenn wir das möchten. Wir können auch uns den Energiefluss hier anzeigen lassen, entsprechend, wenn wir denn dann fahren. Oder wir können auch einfach nur auf den Bordcomputer gehen und können da dann, mit der Taste uns die einzelnen Unterpunkte durchblättern. So, die Verarbeitung an sich mit den Materialien. Das steht natürlich noch aus. Die sind schon etwas härtere, diese Kunststoffe, sind jetzt nicht wirklich unterschäumt, aber es wirkt alles in sich ordentlich gemacht. Das muss man sagen, man kann es auch gut reinigen. Wir haben hier in der Türtafel noch, wenn wir da rechts reinschauen, sehen wir dann auch noch hier schöne Nähte drinnen in Grau eingelassen und hier auch Mikrofaserstoff. Dann haben wir hier auf dem Armauflage haben wir ein beledertes Pad. Da drinnen passt dann eine 0,5 Liter Flasche in die Türtafel und noch ein kleines Ablagegut. Genauso wie dann hier in das sehr große Handschuhfach auch jede Menge Stauzeugs reinpasst. Da sehen wir auch auf der rechten Seite dann die Deaktivierung des Beifahrer-Airbags mit einem Schlüssel. Und Schlüssel ist gut gesagt, der liegt schon in der Mittelkonsole bereit. Ich drücke den Startknopf und wir legen los zur Probefahrt. Als Antrieb dient dem Opel Mokka der von PSA bekannte Elektroantriebsstrang mit 100 kW Leistung und 260 Newtonmeter als Fortbewegung. Das sorgt dafür, dass der 1,6 Tonnen schwere Opel Mokka in 9 Sekunden auf Tempo 100 sprintet, wenn das Fahrpedal komplett durchgetreten wird aus dem Stand. Und maximal sind wir 150 km/h schnell. Der Durchzug ist aber das Schöne, weil wenn man dann drauf drückt, ja, das macht er ganz ordentlich, wie ich finde. Auch die Rekuperation über den B-Modus, die ist sehr stark. Also das One-Pedal-Fahren ist auf alle Fälle sehr gut möglich im Opel Mokka. Auf Querfugen reagiert das Fahrwerk bisweilen, ja, etwas stuckrig, wie ich finde. Also wirklich die Federelemente sind sehr, sehr straff. Und wenn dann Unebenheiten auftreten, dann wird das gerne mal bis in den Innenraum weitergereicht. Finde aber, dass das im Langsamfahrkomfort gar nicht mal so dramatisch ist. Da ist es vor allem eher so ein bisschen auf Kopfsteinpflaster, so ein leichtes Durchschütteln. Was aber zeigt, wie gut der Opel Mokka verarbeitet ist, denn knarzen oder knistern tut hier im Innenraum wirklich gar nichts. Also dafür auf alle Fälle mal ein ganz dicker Daumen nach oben. Denn das Thema Akustik im Elektroauto ist ja wirklich ein sehr großes. Alles, was man sonst beim Verbrenner bis dato gar nicht so wahrgenommen hatte, wie Lüftungsgeräusche oder Audio-Windgeräusche vielleicht sogar noch oder Abrollgeräusche, treten ja jetzt im Elektroauto viel mehr in den Vordergrund. Und hier haben die Entwickler bei Opel auch einen wirklich guten Job gemacht. Die Windgeräusche sind angenehm niedrig, auch im hohen Geschwindigkeitsbereich, denn 150 Stundenkilometer ist ja die maximale Höchstgeschwindigkeit des Mokka E. Und auch die Abrollgeräusche der Michelin-Pneus hier sind wirklich gut, hört man kaum.
Das Einzige, was man hier schon so ein bisschen hört, und das ist vielleicht so dem geschuldet, dass der Wagen doch des Öfteren immer stark gepusht wurde, so ein bisschen Heulen vom Antriebsstrang ist dann doch so im Bereich zwischen, naja, 35 und 55 recht gut zu hören, vor allem wenn man dann auch noch die Musikanlage aus hat. Aber insgesamt muss ich sagen, haben die Opel-Leute einen echt guten Job beim Mokka gemacht und ihn auch. Mit Hochspannung hat der ein oder andere sicherlich dieses Video schon erwartet. Und ich persönlich finde, der Opel Mokka E oder überhaupt der Opel Mokka schaut richtig gut aus. Schreibt es mir unten in die Kommentare, was ihr sagt. Aber ich finde, das neue Gesicht steht Opel wirklich gut. Es wird jetzt auf den weiteren Modellen wie dem Crossland oder dem neuen Astra weiter ausgebaut, das Ganze. Preislich liegt der Opel Mokka E bei 34.110 Euro in der Basisvariant Edition. Und wenn wir ihn dann so nehmen, wie er hier steht, als Ultimate mit Vollausstattung und noch ein paar Optionen, dann kostet er 43.400 Euro rund. Und davon dürft ihr die maximale Förderung von 9.570 Euro abziehen. Damit fällt dann der Preis sogar unter den vergleichbaren 130 PS Benziner mit Automatik. Wobei es für den ja noch den ein oder anderen Rabatt vom Händler gibt. Aber das solltet ihr vielleicht bei einer Tasse Mokka dann mit eurem Händler besprechen, denn das ist auf alle Fälle wert, darüber mal zu diskutieren, mal ein wenig ihn zu fahren und vor allem jetzt mit euch über den Opel Mokka zu diskutieren. Schreibt mir doch jetzt eure Meinung unten in die Kommentarbox zu diesem Video zum Opel Mokka E. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, wie er euch gefällt. Ich sage vielen lieben Dank fürs Reinschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.